Die Finanzämter haben jedes Jahr so ein paar Punkte, auf die sie ganz besonders schauen. Was das in diesem Jahr ist, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melchior von der Kontist Steuerberatung und die Finanzämter haben in der Bearbeitung der Steuererklärungen so gewisse Prüfungsschwerpunkte, worauf sie ganz besonders schauen. Das ist quasi so eine interne Priorisierungsliste, eine Arbeitsanweisung, worauf die Finanzämter genauer schauen sollten. Diese Liste oder diese Anweisungen werden regelmäßig von der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe veröffentlicht. Und das sind die Bereiche, die schauen wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer an. Und das sind Bereiche, wo du sehr genau arbeiten solltest und dich eventuell schon auf Rückfragen einstellen kannst. Kleiner Spoiler, dieses Jahr steht natürlich Corona im Mittelpunkt. Erstes Thema, was Finanzämter ganz gerne anschauen in diesem Jahr, ist die Liebhaberei. Insbesondere Liebhaberei in Kombination mit Photovoltaikanlagen. Generell, Liebhaberei ist schon immer ein Lieblingsthema der Finanzämter, das zu prüfen. Vielleicht einmal kurz für alle, die es nicht wissen, was das ist. Liebhaberei ist quasi eine Selbstständigkeit, mit denen du dauerhaft Verluste machst und auch auf absehbare Zeit keine Gewinne machst. Das heißt, es ist eigentlich eine von Anfang bis Ende verlustreiche Selbstständigkeit. Da geht das Finanzamt hin und sagt, naja, wenn du nur Verluste machst und damit nie Einkommen generierst, dann ist das halt kein Beruf, dann ist es keine Selbstständigkeit, dann ist es ein Hobby. Und ein Hobby darfst du steuerlich nicht geltend machen. Eine verlustreiche Selbstständigkeit, da darfst du die Verluste aus Selbstständigkeit aber steuerlich gegen deine anderen Einnahmen, wie zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis, gegenrechnen. Und das ist der Grund, warum dir das Finanzamt, wenn sie sagen, dass du Liebhaberei betreibst, irgendwann die Verluste aberkennen und dann hast du diesen Steuervorteil nicht mehr. Das ist erstmal Liebhaberei. Zusätzlich, was sollte man auch noch wissen, sind Photovoltaikanlagen. Photovoltaikanlagen, weiß eigentlich jeder, produzierst Strom, du benutzt davon relativ viel Strom und den überschüssigen Strom, den speist du aber in das Stromnetz ein und das kriegst du vergütet. Das heißt, du hast Einnahmen durch deine Photovoltaikanlage. Wenn das jetzt als Gewerbe angemeldet ist, dann hast du ein Gewerbe, was die ganze Zeit Verluste machen, weil sich Photovoltaikanlagen finanziell meistens nicht lohnen als Unternehmen. Und die Finanzämter gehen jetzt hin und sagen, naja, wenn die Photovoltaikanlage eine Selbstständigkeit ist, die dauerhaft Verluste macht und auch perspektivisch für die Zukunft keine Gewinne erwirtschaften wird, dann ist das keine Selbstständigkeit und kein Gewerbebetrieb, dann ist das ein Hobby, also eine Liebhaberei. Und dadurch streicht das Finanzamt die Steuervorteile, die Leute hatten, dadurch, dass sie die Photovoltaik als Gewerbe angemeldet hatten. Ein zweiter Punkt, auf den die Finanzämter in diesem Jahr ganz besonders schauen, ist die Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Wenn du beispielsweise Anteile an einer Aktiengesellschaft oder einer GmbH hältst und dir gehören mehr als 1% und du verkaufst diesen Anteil, dann ist das kein Einkommen aus Kapitalvermögen und wird deswegen nicht mit der Abgeltungssteuer quasi versteuert. Das heißt, du zahlst keine 25% Steuern. Die richtige Einkunftsart bei solchen Veräußerungsgeschäften ist nämlich Einkommen aus Gewerbebetrieb. Und dann musst du deinen persönlichen individuellen Steuersatz darauf abführen, der in der Regel höher ist als 25%. Da wurde in der Vergangenheit häufiger so ein bisschen rumgemauschelt und deswegen schaut das Finanzamt in diesem Jahr da ganz genau hin. Ein dritter Punkt, bei dem die Finanzämter ganz genau hinschauen, ist das ganze Thema Homeoffice. Wenn du kein richtiges, also richtiges Homeoffice mit allen Anforderungen hast, dazu haben wir übrigens schon mal ein Video gedreht, das findest du hier einmal verlinkt. Wenn du das nicht hast und diese Anforderungen nicht erfüllst, dann gibt es eine Homeoffice-Pauschale, die es für 2020 und 2021 gibt. Da kannst du 5 € pro Arbeitstag, den du zu Hause gearbeitet hast, als Homeoffice-Pauschale von der Steuer absetzen. Dieser Betrag ist allerdings gedeckelt auf 600 €. Das heißt, du kannst 600 € als Homeoffice-Pauschale in der Steuererklärung geltend machen. Was es aber auch gibt, sind ja die Entfernungen zwischen Wohnung und Arbeitsstelle. Das heißt, die sogenannte Pendlerpauschale, die du absetzen kannst. Jetzt sieht das Finanzamt das Risiko, dass einige kreative Steuerpflichtige hingehen und sowohl die Homeoffice-Pauschale absetzen, als auch die Entfernungspauschale. Naja, du kannst an einem Tag entweder zu Hause arbeiten oder im Büro sein und du kannst nicht für einen Tag beides absetzen. Das geht nicht und deswegen ist es wichtig, dass du in der Steuererklärung in diesem Jahr ganz besonders quasi schaust, an welchen Tagen hast du denn wo gearbeitet und die richtige Pauschale absetzt. Wenn du das nicht machst, dann wird das Finanzamt hundertprozentig mit Nachfragen kommen. Der nächste und letzte Punkt in unserem Video ist das ganze Thema doppelte Haushaltsführung. Erstmal zu den Grundlagen. Du kannst einen zweiten Haushalt von der Steuer absetzen, wenn durch diesen Haushalt sich der Weg zwischen Wohnung und Arbeit erheblich verkürzt.
dann kannst du grundsätzlich die Kosten für die doppelte Haushaltsführung steuerlich geltend machen. Jetzt geht das Finanzamt aber hin und sagt, naja, wenn du aufgrund von Corona gar nicht zur Arbeit gefahren bist, sondern die ganze Zeit zu Hause gearbeitet hast, dann kannst du auch nicht die doppelte Haushaltsführung geltend machen, weil dann musstest du ja gar nicht zur Arbeit fahren. Das ist so erstmal die Auffassung vom Finanzamt. Da kann man durchaus unterschiedlicher Auffassung sein, denn die Realität sieht doch so aus, dass wenn Corona ausbricht, du zu Hause arbeiten kannst, du nicht einfach von heute auf morgen deine Wohnung kündigen kannst und deine Mietkosten auf null herabsenkst und sobald Corona vorbei ist, die Wohnung wieder mieten kannst, exakt gleiche Wohnung, ist noch am Markt natürlich nicht, einfach die Kosten wieder hast. Das entspricht einfach nicht der Wirklichkeit. Und deswegen kann man da durchaus anderer Meinung sein als dem Finanzamt. Worauf du aber vorbereitet sein kannst, ist, dass wenn du eine doppelte Haushaltsführung hast in deiner Steuererklärung und du diese Kosten steuerlich ansetzt, dass du dann auf Auseinandersetzungen, Rückfragen vom Finanzamt rechnen musst und dich eventuell auf ein Einspruchsverfahren vorbereiten solltest. Was aber grundsätzlich klar sein sollte, an den Tagen, in denen du diese zweite Haushalt nicht benutzt hast und nicht zur Arbeit gefahren bist. Für diesen Zeitraum kannst du selbstverständlich die Wochenendheimfahrten steuerlich nicht geltend machen, weil sie ja nicht stattgefunden haben. Ich hoffe, dieses kurze Video konnte dir weiterhelfen und deine Fragen beantworten. Wenn du noch Rückfragen hast oder weitere Fragen hast, dann kommentier doch dieses Video und stell deine Frage. Oder lass uns miteinander sprechen. In der Videobeschreibung findest du einen Link. Dort kannst du dir ein kostenloses Informationsgespräch vereinbaren. Ansonsten würde ich dir dringend empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Das kannst du hier machen. Oder schau dir weitere Videos an, die wir schon veröffentlicht haben. Die findest du zum Beispiel hier oder hier. Mit dem Finanzamt haben wirst.